And now, a man who is really blonde and a complete gentleman, Per Augustinski! Ist der unter Strom? Noch nicht. Darf ich mal? Moment, Moment, bitte, bitte, bitte. Einmal! Einmal wollte ich das hier erleben. Einmal! Ja! Hier! Ja. Das macht Spaß, nicht? Oder? Wir danken Ihnen für das Gespräch. Hey! Wir haben es hier ein bisschen erhöht. Geht's? Überraschung, Überraschung. Ja. Wunderbar. Das ist ein Einstieg, wie man es sich wünscht. Have a seat. Take place. Sit down. Wir können Deutsch sprechen. Wir können Deutsch sprechen. Ja. Okay. Okay. Wir haben, glaube ich, ein gemeinsames, ich will nicht sagen Idol, aber einen Menschen, den wir sehr, sehr toll finden. Das ist Robin Williams. You know him. Leider nicht persönlich, nur via Bildschirm. Ja, wunderbar. Kennen Sie ihn persönlich? Nein, aber beinahe. Wie kam es zu diesem Beinahe-Gespräch? Moment, Moment, ist was? Nee, ich sag mal. Nein, es gibt ja Supervisor, nicht? Die genau aufpassen, ob sie es richtig machen oder nicht. Und der traf ihn in Cannes und ließ sich den Good Morning Vietnam-Film, von mir gesprochen, vorführen. Und da hat er zu ihm gesagt, oh, du hast mich in Deutschland weltberühmt gemacht. Robin Williams. Yes. Das muss man nämlich kurz sagen. Sie sind der deutsche Synchronsprecher für Robin Williams. Und der große Erfolg, für den es auch Preise für Sie gab, das war Good Morning Vietnam. Das war diese Rolle, wo Robin Williams ein wahnsinnig schneller und eloquenter... Ja, ja. Furchtbar. Ja. Furchtbar. Der Film war schneller fertig, als ich hinterherkam. Das glaube ich. Ja, ja, ja. Und das ist ja das Tolle bei ihm. Wenn diese Takes wiederholt werden, nicht? Also ein-, zweimal, ja, dann hat... Wirklich, du denkst immer, der macht was anderes. Immer wieder was Neues. Weil er immer wieder improvisiert? Ja. Na, so nicht. Kam es bei mir jetzt so rüber? Ja, natürlich. Ja? Mhm. Da habe ich Sie aber auch schon in manche Rollen gesehen, wo ich so gewirkt habe. Ja. Ja. Das Catch-Club. Ja, 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 ja. Wie ja schafft man das, so schnell zu sprechen, so perfekt? Haben Sie so eine kleine Kostprobe noch drauf von Robin Williams? Nein, nichts mehr. Nein, der nächste Film wartet schon wieder auf mich. Obwohl ich jetzt Theaterproben habe, am 23. werde ich geäxt, leider, weil ich sonst keine Zeit habe. Jumanji heißt der, das ist ein Zukunfts-Vergangenheitsfilm, der ist sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr geheimnisvoll. Man soll ihn sich anschauen. Ich habe nur den Trailer gemacht, ich kenne den Inhalt selber noch gar nicht. Oh, apropos, darf nicht man gleich hier anfassen. Ja, Moment, nee, du hast doch angefangen damit. Nein, nein, ich hab's ja gern. Das war, ich hab's gern. Ja, wieso, ist der geliehen, der Anzug, oder wieso? Nee, aber so ähnlich. So ähnlich. Ist das blond echt? Ja. Das fragen mich immer wieder Frauen. Also. Nein. Nein, 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 ich muss, Moment, jetzt bin ich dran. Bin ich der Gast oder wer? Der Augustinski. So, nein, also, nein, das freut mich ja, diese Aussage, denn neulich schrieb in Köln eine Kritikerin über mich, der inzwischen ergraute Altmime. Mit 23 Jahren, also irgendwas mit der Farbe, das habe ich vorhin gesehen, grün, sollte sie vielleicht auch mal diesen Test machen, oder? Ja, ja, das ist blondes, echtes Haar, das ist das echteste Blond im deutschen Fernsehen. Ja, Sie können einzeln kommen und gucken. Es ist so, man sieht das auch normalerweise, ich kenne es von den Reporterinnen, am Haaransatz. Ja. Ja, das wächst ja dann alles nach, wird so strohig und endet dann irgendwann mit Klingeln an der Haustür. Aber das ist hier, ja, 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 ja. Das ist so. Ja. Aber hier ist echt. Ja. Jemand, der so viel zu tun hat wie Sie, der ein Virtuose ist, ein Präzisionsfanatiker, wie erholt er sich? Wie schaltet er ab von diesem... Ja, das ist... Stress! Ich habe nicht zu Ende gesprochen. Ja, ich denke, hier darf man unhöflich sein. Auch. Auch, gut. Wie erhole ich mich? Ja, entweder ich spiele Tennis, was ich nicht kann. Ja. Oder nicht mehr kann, nicht mehr gut kann. Oder ich koche. Aha, meine Damen und Herren, ich habe was für Sie. Passen Sie auf. Ich habe... kurze Geschichte vorher. Alfred Biolek ist ja berühmt für seine Kochkunst. Hallo, Alfred. Moment, ja. Und... Also, das ist wirklich nicht, und seine Kochbücher, die gehen ja weg, wie warm es ist. Platz 1 seit Wochen. Ja, 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 ich würde jetzt ein bisschen zurückhaltender sein. Auch Harald Schmidt hat ein Kochbuch rausgebracht, aber das verkauft sich schlecht. Nein. Es verkauft sich nämlich überhaupt nicht. Hier steht, er nimmt teil an Tupperwarenabende.
Viel? Ja. Zeig es. Hier. Und so sieht er von innen aus. Hey. Hallo. Meine Hallo. Damen und Herren, ja. Meine Damen und Herren, dieses verkauft sich nicht nur nicht, sondern es ist ab heute als Postwurfsendung gegangen. Deswegen habe ich das heute bei mir hier mitgebracht. Dieses Buch ist eine Auszeichnung für, glaube ich, 4 Millionen ausgewählte Tupperware-Mitarbeiterinnen. Die heißen Connies. Die heißen alle Connies? Die heißen alle Connies, so wie andere eben Schauspieler oder Kraftfahrer heißen die Connies. Und dann gibt es irgendwie Gold-Connies, die verkaufen 20.000 Büchsen pro Jahr. Ja. Und die bekommen ausgewählt an Weihnachten dieses Buchthema Eintöpfe. Und vor mir haben das schon folgende Kollegen gemacht. Also, nämlich, ja. Nein, das verbietet die Diskussion. Wieso? Ich wollte meinen, wieso? Der Ehrliche ist der Dumme. Ja? Ich sage mir immer, ein bisschen Moral muss sein. Ja. Wie kommen Sie an dieses Buch? Das gibt es wirklich nur für ausgewählte. Ich habe doch gerade gesagt, das war ein Briefkasten bei mir. Ehrlich? Ja. Kochen Sie auch? Ja, manchmal über. Aber ich kann nicht gut kochen, aber eins kann ich besser als das, was hier drin steht. Hier gibt es zum Beispiel einen Eintopf. Also wenn ich das vorlesen würde, da würden sich sämtliche Hausfrauen vergiften. Also ich meine, das würde ich. Darf ich mal, was ist das? Ist okay, ich hab geahnt, Gin Tonic. Ja. Nein, also pass auf. Also es ist so, ein Kohleintopf, nicht? Ja. Den macht man nicht so, wie der da drin steht. Ich hab's nie gelesen. Doch! Ha! Nein! Ja, das ist es! Ja, das ist es. Nein! Zum Üben! Einfach zum Üben! Ein halbes Fleisch in der Größe, ein halbes Fleisch in der Größe. Ja. Und zwar Rindfleisch 1 Pfund. Ja. Ein halbes Pfund. Na, wie nennt man das? Speck? Speck. Und ein halbes Pfund geräucherten Speck. Ja. Alles in kleine Würfel schneiden. Ja. Zwiebeln vorher in den Topf. Leicht anrösten lassen. Die Zwiebel und alles. Alles anrösten lassen, wenn es dann so normaler Topf oder Schnellkochtopf? Na, normaler Topf, nicht? So wie so Glasplatten mit Nein, ganz normal Eisenpfanne, nicht so Eisenpfanne. Aber nicht so heiß. Nein, doch. Erst die Zwiebel und dann den Speck oder? Erst die Zwiebel und dann den Speck. Das Fleisch anrösten. So. Mhm. Kartoffeln? Kartoffeln? Wirsing oder Weißkohl? Ja. Obendrauf Kümmel. Bisschen? Ja, dass das über dem Topf rausschaut. Kümmel, den hole ich frisch beim Türken. Ja, weil ich mag den nicht aus. Das ist aber eine lange Reise. Ich mag den nicht aus diesen kleinen Büchschen. Ja. Den hole ich frisch. Ja. Die Polen hole ich in Kartoffeln hole ich in Polen. Frisch. Ich gehe immer auf den Markt und. Aber das sind viele Auslandsreisen, ne? Nein, auf dem Markt. Ach so. Sagen wir, mein Grieche, mein Italiener und so weiter, hole ich alles frisch. Ja. Wir waren bei dem Weißkohl oben drauf. Dann wird der Deckel drauf gemacht? Nein, erst wenn er gesackt ist. Ach so. Ja. Dann der Deckel drauf. Dann eine Stunde und ist fertig. Und dann aber erst essen am nächsten Tag. Dann schmeckt es. Das ist aber wirklich so. Am nächsten Tag schmeckt es umso besser. Ja. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Die Zeit dafür reicht nicht. Sie haben hinten die Kollegin Hannelore Elsner. Gesehen? Das stimmt, habe ich gesehen. Mit dir habe ich, das kann ich kurz erzählen. Ja. Wir sind gerade beim Essen. Wir haben damals den Film gedreht, abgeholzt hätte ich beinahe gesagt, aber so ungefähr war die Gegend, wo wir waren. Wir waren am Kilimandscharo und Elfenbein. Es ging so um Elfenbein? Ja. Wie denn? Tiere geschlachtet für einen miesen kleinen Spielfilm? Wir haben darüber berichtet, ach so, weil sie geschlachtet wurden, ja, um etwas dagegen zu tun. Sehr gut. Oh. Ja. Und weil wir gerade beim Essen sind. Weil wir gerade beim Essen sind. Es gab wunderbare Buffets dort und wenn wir draußen so in der Wüste in der Gegend rumgedreht haben, da haben wir natürlich ein bisschen was zu essen mitgenommen und entsprechend ich auch Bananen und so weiter und komme aus meiner Lodge raus und vergesse was, gehe wieder zurück, komme wieder raus, meine Bananen weg. Will ich klingeln, ziehe an dem Ding und plötzlich hatte ich so einen Affenschwanz, so ganz lang. Ne? Das hing direkt neben dieser. Jeden Morgen um die gleiche Zeit saß der Affe jetzt aber nicht mehr da oben, weil er merkte, es gibt Bananen, sondern da. Und dann ging das immer los morgens. Er, eine von mir, ich, er, eine gegessen, ich eine. Dann er wieder und so weiter, ja. Freund geworden mit diesem Tier? Nein, um Gottes Willen. Aber dieser Affe hat nachher unsere Maskenbildnerin gebissen. Was ich nicht ganz begriffen habe, was hat die Geschichte mit Hannelore Elsner zu tun? Hannelore, ganz einfach.
Hannelore Elsner hat die Hauptrolle in dem Film gespielt. Sie war dabei. Ihr wart Kollegen. Nur die Affennummer, die kennt sie nicht. Nee. Nein. War eine schöne Zeit? Da war eine sehr schöne Zeit. Was gibt's für Pläne für die Zukunft? Für die Zukunft? Ja. Das ist die Zeit, die ab jetzt kommt. Ach so. Ja. Die Zukunft. Im Gegensatz zur Vergangenheit. Die Zukunft hat bereits begonnen. Ich sag jetzt mal so in Eigenwerbung. Musiker tun das ja auch. Wir probieren gerade an einem Stück. Das heißt Deckaffären. Da können Sie sich darüber, nicht wie Sie wollen. Das Ganze spielt auf einem Schiff, auf einer Themse oder auf der Themse. Denn so viele Themsen gibt es ja gar nicht. Es gibt mehr Gämsen als Themsen. Nicht? Schade, so. Wollte ich sagen. Aber okay. Ja, da darf Herr diese Augustinski, Pointe ja. ist nee, weg. Nee, okay, ja. Premiere ist in der Nähe, Euskirchen. Wohnt da nicht Heino? Nee, der wohnt in Bad Münstereifel. Ja, das ist ein Stück weiter aber weg. Aber auch A1. Ja. Ja, und wir gehen damit auf Tournee. Die Regie hat Hallo, Heino. Horst Johanning. Dann der Pitt Fischer, der übrigens jetzt auch den Telestar bekommen hat, hat das Bühnenbild gemacht. Lieber Kollege, schöne Grüße. Hallo Pitt, das finde ich immer schön. Das sagt Dieter Thomas Heck immer auch, mein Freund und Kollege. Pitt, wenn du uns siehst, guten Abend. Ja? Ja, machen Sie das, ja, absolut. Hallo. Das war's. Ein fantastischer Auftritt. Versprechen, ganz schnell wiederkommen. Ich bin noch gar nicht fertig. Ach so. Pass auf, jetzt geht's eigentlich erst los. Na ja, komm, lass es sein. Es war wunderbar. Es war wunderbar. Mitnehmen oder hier so, nein, aber eins möchte ich, weil er hat mir erzählt, hinter der, nicht? Er ist so sportlich. Jetzt, etwas muss er nachmachen. Etwas muss er nachmachen. Ganz einfach. Ursprünglich sollte ich einen Handstand machen, das konnte ich früher mal. Ich hatte eine Operation, da sagt der Arzt, tun Sie es nicht, fallen Ihnen die Zähne raus, lassen Sie es sein. Aber quer können Sie. Quer können Sie, das ist kein Problem. Wahnsinn! So, komm. Ja. Das kommt aus. Komm. Tschüss. Vielen Dank. Herr